Herzlich willkommen bei den Blue News, heute mal wieder aus dem Deutschen Bundestag. Es vergeht kaum eine Woche, wo in Berlin Schwule und Lesben und Transpersonen nicht angegriffen werden. Verdient Berlin überhaupt noch das Label Regenbogenhauptstadt? Die Polizei hat letzte Woche Zahlen und Fakten herausgegeben. Dazu habe ich mit Stefan Ebert, Generalsekretär der Berliner CDU, und mit Jörg Steiner vom LSVD Berlin-Brandenburg gesprochen. Die Polizei Berlin hat aktuell Zahlen zu homophoben Straftaten in Berlin vorgelegt. 109 Straftaten sind es bisher in diesem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum klingt das nach einem Rückgang. Da hatten wir im gleichen Zeitraum 139 Straftaten. Aber die Polizei ist in einem erheblichen Bearbeitungsrückstand. Und die Polizeipräsidentin hat angekündigt, dass es wohl eher im Ergebnis, wenn alles aufgearbeitet ist, um einen Anstieg solcher Straftaten und Übergriffe in Berlin geht. Und das ist natürlich eine erschreckende Botschaft. Also Regenbogenhauptstadt ist ja erstmal ein Ziel, was definiert ist. Und da muss man eben auch mit Problemen umgehen und das bedeutet eben, dass man eben sich die Zahlen anschaut und schaut, was kann man daraus schlussfolgern. Und Maneo hat viel höhere Zahlen als die Polizei. Man muss eben schauen, wie kann eben das Meldeverhalten der Menschen bei der Polizei noch erhöht werden. Und andere Vorfälle, wie zum Beispiel das Thema Zwangsverheiratung, wird bisher darin auch nicht abgebildet, weil die betroffenen Personen von der Anzeige zurückschrecken. Und wir müssen bei all dem eben nicht nur an die Täter denken, also wo wir sagen, wir wollen eben, dass es nicht geschieht, wir wollen, dass die Leute bestraft werden, sondern auch an die Opfer. Und es mangelt bis heute noch an der Krisenwohnung für Opfer von Zwangsverheiratung. Das steht im Koalitionsvertrag. Wir hoffen, dass das endlich umgesetzt wird. Bisher ist es nicht der Fall. Die Berliner AfD bringt sich auch hier wieder in Stellung, um gegen Geflüchtete zu hetzen. Jedoch sind Deutsche mit Abstand die meisten Straftäter als eben Geflüchtete. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass eben gerade durch die AfD die Hetze auf Schwule und Lesben und Transpersonen salonfähig gemacht wurden. Zu den Lieblingsthemen der AfD gehören ja eben die Abschaffung der Ehe für alle, die Abschaffung der Regenbogenfamilie, Abschaffung der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, ein Register für Schwule und natürlich auch die Abschaffung von Schulprogrammen, die für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft werben. Aber schauen wir mal nicht nur nach Berlin, sondern eben auch weltweit. Deshalb sind wir auch heute hier im Deutschen Bundestag, um mal zu fragen, ja, wie sieht es eigentlich mit den LGBT-Rechten von Schwulen aus? Dazu habe ich mich mit der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Günta Jensen, getroffen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es noch in über 70 Ländern der Welt Homosexualität unter Strafe ist. Es gibt sogar Länder, auf denen, wo noch die Todesstrafe verhängt wird für Homosexualität, beispielsweise Sudan, Jemen oder Saudi-Arabien. Nur 20 Länder haben tatsächlich Gleichberechtigung laut Gesetz zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen. Das ist etwas, was wir angehen müssen. Deswegen beurteilt die Fraktion der Freien Demokraten die Situation derzeit noch als ausbaufähig. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung sich deutlicher dazu äußert und deutlicher für Rechte von allen Menschen einsteht, besonders aber für Homosexuelle, denn sie sind weltweit immer noch eine sehr bedrohte Personengruppe. Tschetschenien ist ein noch gravierenderer Fall. Seit Anfang des Jahres sind über 100 homosexuelle Männer verschleppt worden, gefoltert worden, zur Herausgabe weiterer Namen Homosexueller gedrängt worden. Das ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 7 des Diskriminierungsverbotes. Und auch der Menschenrechtsrat und der Menschenrechtsgerichtshof hat sich dazu negativ geäußert. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie diese Lage in Russland, besonders in Tschetschenien, anspricht. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung das in ihrem Menschenrechtsdialog mit den Ländern, aber auch mit Gesprächen und bei Gesprächen mit internationalen Organisationen immer auf die Tagesordnung hebt, immer wieder anspricht. Nur so erreichen wir, dass es auch in den Köpfen der Menschen ankommt. Das Zweite ist, dass wir, und das fordert zum Beispiel auch der Lesben- und Schwulenverband, einen Aktionsplan zum Schutz von Homosexuellen auflegen. Das heißt, auch dort wieder auf die Tagesordnung heben, dass es nach wie vor Nachbesserungsbedarf auf diesem Bereich und in diesem Thema gibt. Das Dritte ist, und das ist mir besonders wichtig, nur weil wir eine gesetzliche Gleichberechtigung haben, heißt es nicht, dass es in der Gesellschaft schon akzeptiert wird. Das heißt, wir müssen parallel neben den Gesetzen, die verabschiedet werden, auch dafür sorgen, dass gesellschaftliche Akzeptanz steigt. Und das können wir alle machen. Da hat jeder ein bisschen eine Aufgabe. Das sehe ich als meine Aufgabe, aber da muss natürlich jeder ein bisschen mit dran arbeiten. Wir von Blue News können nur sagen, passt auf euch auf. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht was draus.